Schön, dass du für dieses Video eingeschaltet hast. Ich versuche mich in diesem Video nicht so sehr aufzuregen, ich empfehle einfach die Videos von Sempervideo und von Solmecke zu diesem Thema. Es geht darum, dass wir ja gerade das Problem haben, dass es eine Clearingstelle Urheberrecht gibt. Wenn du diese Seite siehst, hast du genau das gleiche Problem. Diese Clearingstelle Urheberrecht im Internet ist ein privater Verbund von Firmen, die sich jetzt gesagt haben, wir machen mal auf privatwirtschaftliche Initiative eine Zensur des deutschen Internets. Das Problem ist dabei, dass die deutschen Provider da fast alle mitmachen und keiner die Eier in der Hose hatte, sich mal dagegen zu stellen. Wir sind ja in Deutschland mit Diktaturen und Zensur immer sehr gut gefahren, deshalb finde ich auch, sollten wir das weiter so machen. So, ich versuche mich jetzt wirklich nicht aufzuregen, wir wollen einfach mal die technischen Hintergründe beleuchten und schauen, wie wir das Ganze dann wieder reparieren können, sodass wir vernünftigen Zugriff auf das Internet haben. Ich möchte ganz klar sagen, wir umgehen hier nichts, sondern wir stellen wieder den Zustand her, wie er vorher war, also ein funktionierendes Internet. Wie das geht, zeige ich nach dem Intro. Was ist hier passiert? Warum habe ich diese Seite bekommen? Wenn man im Internet eine URL eingibt, also das Ding, was hier oben gerade heißt notice.cuii.info, finde ich auch eine coole Name, weil CUII ist eigentlich ein deutsches Wort, notice ist ein englisches Wort. Naja, was auch immer, auf jeden Fall, das ist eine URL, genauso wie meine Website usefulvid.com oder youtube.com, auf der ihr gerade dieses Video seht. Hinter so einer URL steckt aber eine IP-Adresse. Diese URLs benutzt man nur, weil man die sich einfach leichter merken kann. Man könnte jetzt hier auch direkt IP-Adressen eingeben und mit denen surfen. Nur Nummern kann sich halt keiner merken. Jetzt gibt es ein System im Internet, das hat schon längere Zeit Probleme und soll hoffentlich von DNSSEC und anderen Techniken dann abgelöst werden. Aber das Problem ist hauptsächlich, dass diese Anfragen einfach willkürlich geändert werden können. Also ich habe versucht, eine Seite aufzurufen und bekomme jetzt aber eine falsche Antwort zurück. Und es gibt nichts, was dagegen absichert. Da kann der Provider schalten und walten, wie er möchte. Das ist also eine Manipulation des Datenverkehrs, was hier passiert. Diese Manipulation wollen wir jetzt wieder ändern, wir wollen wieder unseren Ursprungszustand, also ein funktionierendes Internet und hier kein Filternet haben. Wir schauen uns jetzt drei Wege an, was wir da machen können. Zum einen ändern wir im Router zu Hause die Auflösungsadresse für den DNS-Server. Wir können das auf Android ändern und unter Windows. Wenn ich im Heimnetz zu Hause bin, melden sich meine Geräte alle beim Router an und beziehen dann die DNS-Antworten direkt vom Router. Kann ich auch hier nochmal prüfen schnell, und zwar habe ich hier meine Konfiguration mit ipconfig/all aufgerufen, also ich gehe mal ein bisschen hoch, dass man sieht, das ist der Befehl, den ich jetzt hier ausgeführt habe in der Kommandozeile, und das ist mein Adapter, mit dem ich ins Internet gehe, das ist hier der Ethernet-Adapter, und das sieht man schon, aha, das wird wohl eine Fritzbox sein, wir gehen mal ein bisschen runter, und hier gibt es halt den Punkt DNS-Server. Da steht ein IPv6 drin, und da steht auch eine IPv4 drin und noch eine IPv4 und eine IPv6. Was heißt das Ganze? Naja, das ist die Fritzbox erstmal. Also der löst jetzt über die Fritzbox auf. Ich habe hier noch einen alternativen DNS-Server eingegeben, aber der bringt uns hier jetzt gar nichts, weil wir bekommen ja eine Antwort, eine gültige Antwort von diesem Server hier, und der zensiert eben. Naja, das ist nicht ganz richtig, also natürlich zensiert nicht meine Fritzbox, aber um das zu erklären, springe ich mal in die Fritzbox. Und in der Standardeinstellung, wenn ich auf Internet, Zugangsdaten und DNS-Server gehe, dann sehe ich da, dass dort steht, vom Internetanbieter zugewiesene DNSV4-Server verwenden. Also, mein Internetanbieter ist Vodafone Cable und die gehören zu diesem illustren Verbund, die der Meinung sind, Zensur wäre eine tolle Sache. Deshalb filtern die das Ganze hier über die DNS-Infrastruktur. Was kann man jetzt also machen? Mein allererster Tipp wäre, Pi-hole verwenden. Das ist so einfach installiert, so einfach eingerichtet und ist auch relativ günstig zu beschaffen, würde ich jedem empfehlen, im Heimnetz einfach Pi-hole zu verwenden. Dazu blende ich euch in der Infokarte mal ein Video ein. Ich glaube, Sempervideo hat da ein ganz gutes gemacht. Ich habe, glaube ich, auch mal eins gemacht. Also Pi-hole ist einfach ein eigener DNS-Server im Heimnetz, der noch so ein paar extra Features hat. Der kann nämlich zum Beispiel URLs von Trackern oder von irgendwelchen Werbefirmen einfach blockieren, sodass eure ganzen Geräte im Heimnetz ja, einfach vor Werbung verschont bleiben. Das ist für Handys ganz toll, das ist auch für Geräte wie Fernseher oder Fire TV Sticks ganz toll, wo man Schwierigkeiten hat, sowieso den DNS zu ändern. Und wie es der Zufall so will, habe ich natürlich ein Pi-hole in meinem Heimnetz und ich stelle jetzt das Ganze mal auf mein Pi-hole ein. Das ist einfach die IP-Adresse, die lokale IP-Adresse meines Pi-hole. Ich klicke hier einmal auf Übernehmen und damit habe ich die Zensur umgangen.
Der Pi-hole hat eine eigene Liste von DNS-Servern, zum Beispiel Google oder OpenDNS, und holt sich da eben die Ergebnisse zurück. Es darf halt nur kein DNS-Server von einem deutschen Provider sein. Damit habe ich die Sperre schon effektiv umgangen. Wenn du jetzt kein Pi-hole im Netzwerk hast, dann kannst du trotzdem hier was eintragen. Und zwar zum Beispiel die 1.1.1.1, dann hier die 8.8.8. Die 888 hier unten, die ist von Google, die 111 war irgendein anderer Anbieter. Ich verlinke euch mal in der Videobeschreibung eine Liste von DNS-Servern. OpenDNS gibt es auch noch, ich will hier keinen empfehlen, ich will hier einfach nur zeigen, wie es geht. So, das kann ich hier einmal machen. So, muss mir mal die hier rauskopieren, sonst muss ich die mir dann wieder... So, die brauche ich nachher wieder. Jetzt bin ich zum Beispiel hier auf der Seite von Google und da finde ich dann auch die IPv4-DNS-Server, die kann ich mir gerade rauskopieren. Es gibt auch OpenDNS zum Beispiel, die haben auch ihre, wer Google nicht seine ganzen Daten dahin werfen will. Also ist völlig egal, was man da einträgt. Wenn man jetzt nur die Sperre umgehen will, ist man da auf jeden Fall bei nicht-deutschen Providern schon mal gut aufgehoben. Ihr könnt mir das auch gerne kommentieren, ob es Empfehlenswerte gibt. Es gibt auch von Edgar zum Beispiel DNS-Server, die ähnlich wie Pi-hole auch schon mal Werbung blockieren. Das Ganze kann ich jetzt mal speichern. Ich kann sogar mal versuchen, DNS over TLS könnte ich hier aktivieren. Ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte, aber für das Umgehen der Zensur reicht schon erstmal das hier. Wenn das eingestellt ist, können jetzt alle Geräte im Heimnetz, die sich an der Fritzbox angemeldet haben, diese Sperre umgehen. Also ich umgehe ja nicht wirklich eine Sperre, ich stelle ja nur mein Internet von vorher wieder her, wie ich es hatte. Was ist aber, wenn ich in der Situation bin, wo ich gar keinen Zugriff auf den Router habe? Auch kein Problem, man kann das Ganze im Betriebssystem ändern. Dazu gehe ich mal hier auf die Systemsteuerung. Gehe hier auf Netzwerk und Internet, Netzwerk und Freigabe, Center und Adaptereinstellungen ändern. Hier sehe ich jetzt alle Verbindungen, die gerade auf meinem PC aktiv sind, mache hier auf Ethernet 0 einen Doppelklick und gehe auf Eigenschaften. Hier sehe ich jetzt Internetprotokoll Version 4 und Version 6. Fangen wir mal bei 4 an. So, und da sagt er jetzt DNS-Server-Adresse automatisch beziehen. Wenn das so eingestellt ist, dann holt er sich die vom Router. Ansonsten kann ich hier auch wieder eine eigene eingeben und da kann ich die Werte von vorhin hier nehmen und kann die einfach eintragen. Also hier zum Beispiel 111 und drücke auf OK. Das gleiche machen wir bei der IPv6. Auch hier kann ich jetzt wieder diese Server eintragen. Ups, so, einmal das und einmal das. Drücke auf OK. Und damit habe ich jetzt auch lokal auf jeden Fall diese Sperre umgangen. So, was mache ich aber mit meinem Android-Smartphone? Naja, ein Android-Smartphone ist ja vielleicht über den Mobilfunkanbieter eingebucht und da habe ich im Prinzip das gleiche Problem. Da komme ich ja leider nicht an den Router dran, muss also lokal diese Einstellung ändern. Aber auch das geht. Um das Ganze jetzt in Android zu ändern, stellt sich das ein bisschen anders dar. So, also wir haben jetzt einfach die Einstellungen von Android mal aufgerufen und hier gibt es den Punkt Netzwerk und Internet. Klicke ich einmal drauf. Wenn du es im WLAN ändern willst, also wenn du nicht im Heimnetz bist und nicht die Möglichkeit hast, das im Router zu konfigurieren, dann geh das hier hinten, erweitert, genau. Und hier sehe ich halt den DNS-Server und dann, den könnte ich jetzt ändern, indem ich hier die erweiterten Optionen einschalte. Leider kann man jetzt hier nicht den DNS-Server einzeln ändern, sondern müsste hier auf statisch gehen und könnte das jetzt hier unten beim DNS-Server ändern. Muss dann aber auch eine statische IP-Adresse festlegen. Ich gehe mal auf Abbrechen, gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Und zwar wird die scheinbar global gesetzt, nämlich wenn ich bei Netzwerk und Internet bin und hier unten auf Erweitert klicke, dann habe ich die Möglichkeit, privates DNS einzustellen. Ein bisschen dämlich ist hier, der will einen Hostnamen und dem reicht jetzt nicht mehr die IP-Adresse. Das wäre zum Beispiel für diese 111, was wir vorhin hatten, von Cloudflare, wäre diese Adresse. Es gibt auch bei Google gibt es auch eine Adresse. Also ich verlinke euch da mal was in der Videobeschreibung. Diese Adressen findet man auch. Das ist auch kein Problem. Das kann ich jetzt hier speichern. Und der Vorteil ist jetzt, dass ich diesen privaten DNS auch im Mobilfunknetz habe. Denn auch die Mobilfunkprovider zensieren mittlerweile das Internet. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Mein Blutdruck ist immer noch hoch, wie man sowas einfach auf privatwirtschaftliche Initiative initiieren kann. Ich hoffe, wir sehen uns bald auf der Straße, denn das sollte mindestens so einen Aufschrei geben wie damals Artikel 13. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo und ja, schauen wir mal, wie das weitergeht mit dieser Zensurinitiative der Privatwirtschaft.